gut, die will noch. Ich will aber von hier aus mal gucken, wie das lukt. Gar nicht so wirklich. Oh, guck mal, die bevölkern unsere Wiesen wieder. Ist das schön. Habe ich aber nichts dagegen eigentlich. Die Schafe brechen zwar aus, aber bevölkern damit unsere Wiesen hier unten wieder. Boah, guck mal, wie majestätisch das von hier unten aussieht. Wie so eine richtige Festung. Ist doch voll geil. Dann kann man da oben noch ein kleines Türmchen drauf bauen vielleicht, obwohl ich weiß nicht, ob es vielleicht zu viel wird dann. Und dann haben wir hier oben unsere Plattform da. Die muss natürlich noch mal bearbeitet werden. Da wollen wir auch schon in Ewigkeiten mal weiter bauen. Wir haben so viele Baustellen. Hier hinten. Ich weiß nicht, seit wie viel 100 Folgen ich hier hinten endlich mal dicht machen wollte. Ich schaffe immer so ein Stückchen, ist ja nicht verkehrt. Und irgendwann in 200-300 Folgen wird es hoffentlich dazu sein. Und ja. So, du kannst die Lust am Minecraft verlieren. Ja, es gibt die Lust vielleicht schon, aber die Aufgaben, naja. Du wirst auf Minecraft immer was zu tun haben. So. Gehen wir nach oben mit neuen Steinen und neuer Wolle. Und dann sollten wir da oben auch langsam fertig werden. Achso, hier, da habe ich die mittlere Schicht noch nicht fertig. Warum springe ich denn so seltsam hoch jetzt gerade? Hä? Du Mensch! So, und weiter geht's. Ja, das ist auch der Grund, falls ihr euch gefragt haben sollt, ich habe jetzt nicht extra Post gemacht. Das ist auch der Grund, warum am 25. 25.02. die Folge 560 ein bisschen später rauskam. Weil ich halt noch zu diesem Wettbewerb war, der ziemlich wichtig war. Also für mich ziemlich wichtig. Und da ich quasi sagen will, 560 klingt danach, als ob wir bald ein Special machen müssten, denn mit Ende dieser Aufnahme werden wir 100% schon über 570 sein, dann ich brauche ein bisschen Vorlauf wieder. So, ja, Mann, das ist endlich alles. Mensch. Na, wunderbar. So, und dann geht's hier oben dann halt weiter. Klasse. Ja, wie gesagt, ich brauche ein bisschen Vorlauf und... kann ich das hier vielleicht irgendwie... Ja, das sieht doch ganz lustig aus, aber... Ich glaube, das lasse ich. Das sieht komisch aus, wenn ich das mache. Auch hier würde es nicht unbedingt sonderlich praktisch wirken. Da noch. Ach siehst du, ihr wolltet das ja auch machen. Stimmt, ihr wolltet das ja auch alles machen. Im Nachhinein so halt immer ein bisschen Wolle haben, können wir mal hier hochgehen und ein bisschen was hinlegen. Genau. Aber hier soll nur ein Türen kommen, deswegen kommt hier nichts weiter. So, dann geht's nämlich hier weiter. Sehr schön. Dann wäre das ja auch geklärt. Das machen wir mal zu. Und in einrichtungstechnisch machen wir noch nichts jetzt, da will ich erstmal nach unten rausgehen. Und oh, ich muss mal gestehen, ich bin sehr müde. Das kann man ja auch sagen, ich bin wirklich, wirklich, wirklich äußerst müde. Und wenn ich nicht für euch die Folgen bräuchte, würde ich mich wahrscheinlich jetzt schlafen legen. Das ist ein bisschen was.
So. Okay, gut. Ich brauche eine Workbench. Ah, ich bin so unkonzentriert wieder. Ich brauche eine Workbench. Wir reden auch gerade über so, so interessante Themen, muss man einfach sagen. Ich finde unsere Themen sehr spannend. Und darum fühle ich mich so ein bisschen verhaspelt wahrscheinlich. So. War das alles hier? Ja, mehr haben wir momentan nicht. Dann gehen wir wieder hoch. Und schauen mal, wo es weitergehen soll. Das wäre in diesem Sinne hier. Na, komm her. Funktioniere. Sehr schön. Wo ist er denn noch? Klapper jetzt, oder? Okay. Habe ich aufgefangen. Klasse. Okay, jetzt geht's hier weiter. Okay, wir kommen hier ein Stück nach oben. Das gefällt mir. Dann wollen wir nicht ganz so nach oben bewegen. Gerade habe ich anscheinend auch mit Half-Slaps gearbeitet. Also ich hätte das ja gar nicht jetzt aufhören will. Ich bin verwirrt. Ich bin verwirrt. So, da, hier. Und weiter geht's mit einer schnellen... Oh, das fiel mich, Alter. Ich habe jetzt so ein... Herzflattern gerade bekommen wegen dem Vieh, aber so bumm von der Treppe gekickt. Ist auch scheiße, bist stehst da ausgemütlich. Denkst du, das Leben ist schön, weißt du, wenn die Zombie haben, gehen wir mal einfach vor. Die Zombie haben gelöst, beginnt in deiner Stadt. Du stehst da, baust nachts an deinem Haus, hast dir ein Reicher, hast dir ein Häuschen gekauft, du willst da noch was bauen, weil du ein bisschen selber noch rumbasteln willst. Und auf einmal klopft sich ein Zombie von der Treppe. Ist doch scheiße. Wäre aber ein cooler Start für einen Film. Das ist das Leben, liebe Freunde. Kid spielt mit unserer Tragödie. So. Nase jubeln. Und weiter geht's. Das war falsch, das war nicht geplant, das war, ich bin, unkonzentriert. Ich bin einfach unkonzentriert, ich weiß nicht, was ich tun soll, sagen soll, machen soll. Und da entstehen Fehler. Fehler sind natürlich, man muss nur zu ihnen stehen. So, damit hätten wir das auch geklärt. Und jetzt kann es weiter in die nächsten Verzierungen gehen, die wir eventuell mit... bleib weg. Die wir eventuell mit dem richtigen Steinpunkt machen könnten. Und wir können auch noch hier zur Treppe so ein bisschen... edel was einbauen hier. So, dann haben wir welche hier. Normalen Stein hin. Dann würde ich einfach mal die Fresse hauen. Würde ich einfach mal direkt okay, das habe ich mir schon gedacht. Man den hier probieren. Ja.
Warum nicht? Die ganze Woche werden wir schon nicht übertrieben. Und wir werden uns hier auch mal unterbrechen. Bis gleich. So, da sind wir auch schon wieder, liebe Damen, Herren und Gesangsvereins-Profis. Ja, das ist nach einem Kaffee. Ja, das war eine etwas längere Aufnahmepause. Nach einem wohltuenden Kaffee fühle ich mich dann jetzt doch in der Lage, weiter aufnehmen zu können und mich dabei wirklich vollkommen wegzuratzen. Ja, das ist. Manche Menschen sind ohne Kaffee einfach nichts. Einfach nichts. Und ich zähle mich zu diesen Menschen dazu. So, dann geht's mal weiter hier. Wir werden jetzt hier freudestrahlend noch ein wenig an der Festung rumbasteln und hoffen, dass sie dann letztendlich zu einem Wunderwerk der Imposanz heranwächst. Ich weiß nicht, ob das gut klang. Es sollte auf jeden Fall so sein. Hexe. Bam. 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 Yeah, eine Hexe. Bam, 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 bam. Also ich schwarze Hohenpfeile. Ja, schon schwarz. Die? Aber ich sehe so. Schon sehr hell, oder wie? Komm her. Na los, komm her. Bam. Yeah. Hello. La 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 la. So, ihr befällt was auch, könnt ihr eventuell von hier oben dann einen Weg hier runter machen und dafür sorgen, dass man hier auch von da unten hochgehen zu. Wow! Mach mal einen flockigen Süßer. So. Oh, schön. So, was kann man denn hier zum Beispiel noch machen? Hier kann man doch sicher auch noch irgendwas lustiglich verändern. Man könnte eventuell... einfach so kleine Details nehmen. Wir nehmen einfach mal hier die Mitte. Jedes winzige Detail ist im Endeffekt einfach etwas, was die Festung ein wenig schöner aussehen lässt. Man muss halt bloß aufpassen, dass man dann im Endeffekt nicht wirklich übertreibt. Also das ist mein Problem, ich übertreibe es gerne im Endeffekt dann. Und dann sieht es manchmal gar nicht mehr so schön aus. Wir zum Beispiel einfach mal hier jetzt alles wegzumachen. Ja, mal ein wenig von den normalen Steinen zu nehmen. Und das hat doch einen gewissen Touch. Warum nicht? Dann hat man hier ein wenig alten Steine drin. Sieht auch beim Runtergehen ganz cool aus. Und
von hier sieht man so ein bisschen so eine alte Steinschicht. Ich kann es mir da ganz kurz mal in Honeyball Texture Pack angucken, damit wir es auch da mal sehen. Wo haben wir denn das Honigball Texture Pack? Da. Okay, Honigball im Texturpack sieht das alles ganz schön anders aus hier. Aber der Teppich wirkt nun wirklich ein bisschen sehr monströs, muss ich gestehen. Ich werde mal ganz kurz... Ach, ich will nicht. Ich würde deswegen jetzt sehr viel zurück. Du müsstest eventuell auch noch unten sehen mit dem Texturpack. Das Honigball ist ja natürlich trotzdem immer unser Lieblingspack immer noch. Und deswegen muss ich aufpassen, dass ich da vielleicht nicht alles in anderen Packs mache. Man muss da halt immer so ein bisschen abwegig schätzen können, wie weit man mit anderen Packs spielt und mit welchem Pack man dann weiter spielt. Ach ja, und neben einer Sache ist halt, wenn das Honigball im Textgrundpack nicht irgendwann wieder geupdatet wird, das soll natürlich jetzt nicht irgendwie Stress machen klingen. Sieht doch trotzdem cool aus, sieht dann halt ein bisschen heller aus. Der ist so ein bisschen wie so ein arabischer Palast jetzt aus. Habe ich kein Problem damit. Wenn man jetzt mal die Ansicht vergleicht, Moment, dann tun wir das Texturpack mal raus und tun das einfach mal wieder rein. Ja. So. Ja, sieht jetzt alles ein bisschen dunkler aus, ein bisschen kontrastreicher. Wie gesagt, wenn das Honeyball Texture Pack sich in den laufenden Monaten nicht irgendwann mal ändern sollte, dann muss ich leider gestehen, sind wir wohl irgendwann dazu gezwungen, mal auf ein anderes Texture Pack umzusteigen.